So, das schneiden wir jetzt einfach da an. So, jetzt nachdem wir das trocknen lassen haben. Trocken ist es jetzt auch nicht da. Die 10 Minuten da. Schön. Jetzt mal schauen, dass der Schrauben oben ausschaut. So, nächster Tag. Die Rolle ist fertig. Ich schätze mal, das ist jetzt trocken. So, und wie gesagt, wenn ihr sowas ausschneidet, schneidet es nicht zu genau aus. Weil, wenn ihr das ganz genau ausschneidet, dann könnt ihr es, wenn ihr es einsteckt, nicht mehr gescheit ankleben. Weil der Kleber hat ja keinen Platz, wenn das perfekt reinpasst. Und so hat der Kleber jetzt super Halt. Das wird viel mehr heben. Das war jetzt halt der Karton ausheben, weil es ist alle Karton holen. Gut. Na, haben wir da einmal das da. Grundplatten. Machen wir es mal sauber. So, dann haben wir unten haben wir Schrauben gehabt. Nimbus. Braucht man Nimbus? Wird's klar? Echt zu kurz, oder ist die Mutter da geflogen? Das gibt's ja nicht. Das kann man da jetzt einen längeren Schrauben verwenden. Man aus. Das ist echt weit drin, ja. Das ist echt weit drin. Schrauben holen. Ey. So, dann knallen wir das schön zu. Weil die Mutter die zieht sie nach unten. Riesig ist der Schwein, riesig. Seht ihr jetzt gar nicht. Oh, Scheiße. Oh, Gott.
Gott sei Dank, gell, das ist wenigstens was. Das kann man auch gut anziehen, das geht nicht raus. So! Geil! So stabil ist das auch nicht. Warum ist das nicht stabil? Man hätte eine längere Rollen machen sollen. MDF-Rollen. Wo liegt das an dem? Gut, das war's nachher. Gottesbaum ist fertig. Schaut mega geil aus wieder. Riesige Scheiße, riesig. Schatz, riesig.